seinen weltbekannten Spruch: Wenn er tot ist, ist er tot. So, Aufnahme? Ist schon. Gut. Das war quasi das kurze Remix-Geräusch. Da er ja von selber sowas nicht mehr machen braucht. Ja, nee, ist klar. Ja, gleich alle tot. Bitte viermal Weihwasser benutzen. Lebenswasser. So, und wer seid ihr hier? Die Mäuse mit den Hackebeilen oder was? Das ist ein Ratzgoblin, Mann. Mhm. Dann machen wir gleich erstmal Hacke Peter von. Halt. Na, oh, zum Glück warst du schneller. Ja, hol ich mir doch gleich erstmal eine Giftgaswolke ab. Oh, nee. Natürlich für alle. Wer hätt's gedacht? Sollte sich quasi lohnen, ne? Ja, dann teilen wir halt den Schmerz. Ja, wie war's gleich? Geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Boah, kann man sehen, wie man will. Renne. Bam. Das ist aber geil, dass die Gegner hier in dem Level zum Beispiel. Boah, siehst du hast wieder gar keine Difficulty mit drin. Ja. Dass die Gegner hier quasi, siehst du, da hinten ist Berti schon. Dass die Gegner hier quasi die gleichen sind wie in der Zwergendorfhöhle da. Ja. Ja. Ich wette, er nimmt keine Agilität, ja. Definitiv, weil man, da kommt er gar nicht aus dem Arsch. Da warst du sogar noch hinter uns beiden. Ja, ich habe mich die ganze Zeit schon aufgeregt gehabt, so alter Bengel. Langsam kann man denn jetzt zuhauen. Alter, das brauchen wir auch später, wenn diese Mauer und dieser Kamin und sowas kommt, brauchen wir sowas richtig dringend Aktivität. Oh ja. Problem ist bloß, dass ich nebenbei mal fucking viel auf diese Zauberscheiße achten muss, dass ich da mal viel von habe, weil da hat man ja auch irgendwie Probleme, ne, auf der Konsole, das war. Oh. Ja. Kann ich uns auch nochmal ins Gesicht kacken? Schmeiß mal nochmal eine Runde Giftgas. Ja, ich bin Berti. Sicher verkaufe euch Schießpulver, sagen wir. 5000? Nein. Soll ich dir mal ins Maul hauen? Ihr seid echt die Geschäftsleute. Wie gefallen euch 300.000 Goldstücke mehr? Nein, du Affe. Was erwartet ihr? Dass ich es euch am besten noch verschenken täte? Täte? Aber ich... Lasst uns hier nicht so lange verweilen. Der Terror könnte jeden Moment anfangen. Und alles mit Fondue übergießen. In der Käse-Fondue-Höhlen. Ich bin hierher gekommen, den Geist Rocky zu finden, aber er ist nirgends zu sehen. Dann mach doch nur irgendwas, du Arschkrampe. Nun, dann muss ich weitersuchen. Bis dann. Dummpitte. Oh, hast du was heißt hier, los geht's? Hat er gerade zwei Worte gesagt, die zueinander gepasst haben? Ist ja unglaublich. Ja. Und was man quasi fast eine korrekte Aussprache nennen könnte. Ja. Bei drei Worten wäre es dann schon wieder schwer geworden. Ja. Victory. Ja. Ja, irgendwie machen wir die Penner einfach mal weg hier in der Höhle. Ja. Zu viel Fäuste, zu wenig Gegenwehr. Eure Gesichter sind zermatscht. Ja, genau. Da wir quasi die Macht des Wolfes mit uns haben. Mhm. Und wahrscheinlich die Macht der Giftwolke auch gleich. Ja! Aber hast du einen Hackebeil gekriegt, ne? Ja. Ja, dann kann ich uns ja gleich erstmal aufladen. Ja, das kannst du machen in der Zeit, das dauert ja ein Stücken. In der Zeit hole ich mir mal eine Zigarette. So. Ja, ein Schubs hast du nur noch 14. Naja, gut, was soll's.
erstmal die Dings nochmal einstellen. Da bin ich. Ich wollte mich mit einem altbekannten Laut wieder melden. Ja. Den jeder einwandfrei von dir kennt. Ja, ich hab einfach mal meinen Stoppkram rübergeholt. Wenn ich nicht immer eine Küche latschen muss. Steht das Bild gerade? Ich bewege mich, ich habe ja auch einen angezündet. Kannst du dich bewegen? Ich bewege mich, ja, siehst du das nicht? Oh nein, nicht schon wieder. I can't do anything for you. Hey Mann, das nächste Bild. Ich geh einfach nochmal aus dem Bild raus, so. Siehst du das? Ja. Steht auf der Brücke, ja? Ja, also sehen tue ich es, aber mein Pad will nicht. Ist er ausgeschaltet? Bei dir steht nämlich keine Zahl. Wie keine Zahl? Ja, bei mir steht zum Beispiel Player 1. Bei den beiden anderen Figuren steht L und R nur. Quasi links und rechts. Ja, irgendwie hat er sich ausgeschaltet über die Zeit. Ja, dann. Oh, komm schon, ich war jetzt die 3 Sekunden weg, ey. Ja, ist doch scheißegal, dann drückst du gleich starten, dann bist du wieder da, also was auch immer man drücken muss. Ja, aber ich kann nichts drücken. Ach, mein Pad. Ach so, du fummelst schon auf deinem Pad rum. Ja. Ja, ist schön. Ja, dann noch. War hier gerade eine. Ne, hier war das letzte. Aber hier müsste bald. Dann mache ich bis zur Speicherstatue, bis zur nächsten. Die müsste ja bald mal kommen. Und dann gehen wir halt nochmal raus. Dann sollte ich vielleicht den lustigen Kollegen nochmal einstellen. Damit er sich ein bisschen bewegt. Ja, besonders, dass er nicht immer zu mir läuft, sondern zu dir. Und sich um dich quasi kümmert. So. Greift entfernten Gegner an. Ja, das ist gut. Der Schuber-Traumpost. Da hat man schon mal im Schädel läuten. So, du Kollege, hilfst mir mit dem Rückschlag. Backslap. Ist ja zauberhaft, jetzt lassen sie mich alleine kämpfen. Ich hasse es nicht. Oh, nee, okay. Deswegen du kannst mich einstellen, wie du willst, weil an sich ist mein. Ich habe mich ja nicht abgestellt quasi. Ach, meinst du, er bewegt sich dann quasi trotzdem nicht? Tja, was wären wir noch ohne Komplikation? Wäre doch sonst viel zu einfach. Na, immerhin kannst du lustig und vor der Strahlen dich noch aufladen. Aber auch nicht mehr lange. Ach, noch geht's ja, die 2 Mana-Punkte. Also Magie-Punkte. Ja, wer wünscht sich, dass jetzt wirklich eine Statue kommt? Alter, hier gibt so viele Truhen hier, das gibt's ja gar nicht. Oh, das ist eine Speicherstatue, das sieht sehr gut aus. Hervorragend. Na, Hauptsache ich krieg jetzt keinen Level ab, dann stehen wir da. Das wäre schlecht, ja. Das wäre schlecht, ja. Deswegen wäre es sehr ratsam, wenn du bis zur nächsten Truhe keine Gegner tötest und einfach nur weiter rennst. Ja, muss ja sowieso, ich denke mal einen Raum nach oben. Ein Raum nach oben und dann gleich wieder nach unten, ne?
Ja, weil kurz nach dir kommen nämlich ich, bin ich der Meinung. Oh Scheiße. Mensch! Pennersöhne. Oh, das ist doch scheiße. Beende mal die Aufnahme.